Letztes Spiel in der Vorrundengruppe E. Greg Popovich und sein Coaching-Staff gegen Japan. Nachdem es ja gegen die Türkei so schwer war, geht es jetzt gegen den NBA-Rookie, gegen Rui Hachimura, Nummer 9 Pick von den Washington Wizards. Gleich der erste Angriff zeigt, in welche Richtung dieses Spiel gehen soll. Kemba Walker, der Star der Amerikaner, and one. Der Mann, der von Charlotte nach Boston wechselt, ist so etwas wie der Spiritus Rector dieses US-Teams. Die Amerikaner haben von Anfang an alles im Griff. Japan tut sich extrem schwer. Die US-Boys dominieren den Rebound am Ende 58-33, drücken aufs Tempo und treffen früh ihre Dreier, so wie hier der Backcourt-Partner von Walker, Donovan Mitchell vom Utah Jazz. Nochmal Walker. Die US-Boys sehr bemüht, den Ball laufen zu lassen, nachdem es gegen die Türkei doch zum Teil ein bisschen statisch war. Joe Harris, der beste Distanzwerfer, schließt hier ab. Japan muss schon früh die Auszeit nehmen. 11-0 Start von Team USA. Weiter geht's mit Chris Middleton. Es ist Einbahnstraßenbasketball. Man gewinnt früh den Eindruck, dass es sich um ein Trainingsspiel für die Amerikaner handelt. Bester Japaner in der Anfangsphase ist er hier. Yuta Watanabe, der Mann, der 15 NBA-Spiele für Memphis bestritten hat. Hier sehen wir nochmal den Linkshänder mit der schönen Aktion. Aber es gibt nur wenig zu beklatschen für den Gastgeber der Olympischen Spiele im nächsten Jahr. Middleton und dann kommt Walker, der nächste Dreier. 25 Punkte Vorsprung in dieser Partie nach etwas mehr als 12,5 Minuten. Es ist klar, dass dann die Amerikaner zumindest zwischenzeitlich ein wenig nachlassen. Aber Japan kann nur selten Kapital daraus schlagen. Hier ist es Yudai Baba, der mit Abstand beste Japaner. Ihm gelingen am Ende 18 Zähler. Er ist einer der ganz wenigen, die couragiert auftreten bei der Mannschaft in den schwarzen Trikots. Jaylen Brown, spektakulärer Dunking. 3 Punkte erzielte er addiert in den ersten beiden Spielen gegen Japan. Spielt er sich so richtig frei, der Mann von den Boston Celtics. Toller Windmill-Dunk. Am Ende sind es für ihn dann 20 Punkte und 7 Rebounds. Popovic sagt sich, das ist jetzt wie ein Trainingsspiel, also probiere ich mal was aus. Was er da ausprobiert, das sehen wir gleich. Zunächst aber nochmal ein schöner Angriff. Joe Harris schließt ab. Gegen die Türkei hatten die Amerikaner Probleme mit der Zonenverteidigung. Japan spielt auch relativ viel Zone in diesem Spiel. Also sagt sich Popovic, genau diese Variante, die probiere ich jetzt auch mal. Hier sehen wir es. Meistens steht die Zone gut, aber da klappt es nicht. Rui Hachimura am Ende nur 4 Punkte. Das mit Abstand die spektakulärste Aktion des NBA-Rookies. Aufgepasst. Tänzchen von Kemba Walker. Cha-cha-cha und der Pass auf Harrison Barnes. Es ist eigentlich nur noch die Frage, werden die USA die 100 voll machen? Zwischenzeitlich verliert das Spiel an Qualität, aber einzelne Highlights wie dieses sorgen dafür, dass die Zuschauer trotzdem gut unterhalten sind. Und für die ganz großen Highlights gibt es ja noch Jaylen Brown. Wieder mal geht er ab im Fastbreak und als ob da kein Gegenspieler wäre, schlägt er den Ball ein. Am Ende gewinnen die USA, verdient mit 98-45. Es war kein wirklicher Wettbewerb gegen die Japaner, die sich doch deutlich zu bieder präsentierten. Kein Vergleich zum Spiel gegen die Türkei, wo Greg Popovich und sein Team richtig viel Glück benötigten. Jetzt in der Zwischenrunde warten andere Kaliber als Japan. Es geht gegen Brasilien und gegen den MVP der NBA, Giannis Antetokounmpo, und Griechenland. Jedes Spiel live und kostenlos für alle.